Eine Kapsel, alles drin. Für viele viel verlockender als das, was ich jeden Tag vor Augen habe. Viele Packungen, unterschiedliche Dosierungen und Verzehrsempfehlungen und damit das Thema individuelle Nährstoffversorgung immer präsent. Kann es auch einfacher gehen? Ich habe mir ein paar der meistgekauftesten Multinährstoffe für vegane Ernährung angeschaut und die gucken wir uns jetzt gemeinsam an. Tada! Eine Übersicht. Wenn wir uns diese Tabelle anschauen, sehen wir zunächst, wow, ganz schön viele Inhaltsstoffe. Wie geht es euch? Setzt ihr lieber auf ein Multipräparat oder einzelne gewählte Ergänzungen? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich bin selbst klar auf der Seite gezielt einzelne Nährstoffe supplementieren und komme aber immer wieder mit der Thematik Multinährstoff in Kontakt, da mich Klientinnen danach befragen. Jetzt schauen wir uns die einzelnen Präparate und Inhaltsstoffe einmal genauer an. Das Präparat von Provec, Sunday Naturals, Brain Effect, Doppelherz und das Äquivalent von der DM-Eigenmarke, Nature People, zwei Präparate von Rocker und das von VivoLife. Übrigens, hinter diesen drei steckt eine Konzipierung von Nico Rittenau. Nature People ist von Philipp Steuer. Und Doppelherz, ja, das ist das, was die Mama kauft, wenn man keinen Plan hat. Fangen wir an mit Vitamin B12, dem wichtigsten Element des Multinährstoffs. Der tägliche Bedarf ist ca. 4 Mikrogramm und Vitamin B12 sollte auf jeden Fall supplementiert werden, wenn wir uns vegan ernähren. Es kommt nicht in ausreichenden Mengen in pflanzlichen Produkten vor, was ein politisches Thema ist, das hier nicht weiter vertieft wird. Und über die Bedarfsdeckung nur mit Hilfe von angereicherten Produkten gibt es noch keine aussagekräftigen Daten. Also better safe than sorry. Die Möglichkeiten, entweder mehrmals täglich sehr geringe Dosen oder einmal täglich eine Dosis, die den Bedarf um ein Vielfaches überschreitet. Denn dann wird die Versorgung mit Vitamin B12 einzig über den passiven Transport sichergestellt. Und die Aufnahmerate ist etwa 1-2%, wenn wir 4 Mikrogramm brauchen, also etwa 200 Mikrogramm. Das ist auch im Rahmen der 50-200 Mikrogramm, die üblicherweise empfohlen werden. Doppelherz ist hier mit 5 Mikrogramm unbrauchbar. Auch das Rocker Once a Day mit nur 2,5 Mikrogramm B12. Bei einmaliger Einnahme täglich fraglich, ob das ausreicht. Auch VivoLife Multi Nutrient mit 20 Mikrogramm und Brain Effects mit 10 Mikrogramm liegen hier weit unter den Präparaten von Provec, Sunday und Philipp Steuer mit je 100 Mikrogramm. Bei dem VivoLife Präparat kann das B12 wahrscheinlich gut gedeckt werden, wenn die 20 Mikrogramm durch zwei Kapseln mit zeitlichem Abstand eingenommen werden. Präparate, die nur Vitamin B12 enthalten, sind meistens auf 100 bis 200 Mikrogramm dosiert. Da frage ich mich doch direkt, Doppelherz ein schlechter Scherz? Das ist das Präparat, das in den Apotheken verkauft wird. Also genau das, was wir bekommen, wenn wir zum Beispiel eine 16-jährige junge Dame haben, die bei ihren Eltern wohnt und ihre Ernährung auf vegan umstellt. Und um ganz sicher zu gehen, geht ihre Mutter in die Apotheke und bekommt dieses Präparat in die Hand gedrückt. Um ganz sicher zu gehen, eine Dosierung, die im blödsten Fall nicht einmal den Bedarf deckt. Neben B12 sind hier etwas Jod, Vitamin B1 und 2, Eisen, Zink und Calcium sowie Vitamin D drin. Calcium ist zwar recht hoch dosiert, aber in einer Form, die nicht so gut bioverfügbar ist. Hier kann also etwas in der Herstellung gespart werden und auf der Packung steht eine hohe Dosis, aber was wirklich ankommt, ist da eine andere Sache. Oh, und ganz typisch für diese Präparate vom Discounter und aus der Apotheke, eine lange Liste mit Füllstoffen, Trennmitteln und Zusätzen. Im Ranking stelle ich Doppelherz deswegen schon mal nach ganz hinten. Was ist mit den anderen? Gehen wir mal vom Sparsamsten aus. Brain Effects Vegan Basics. Der Name vermittelt mir hier erstmal, okay, das sind die Basics für die vegane Ernährung, das nehme ich und dann achte ich eben auch darauf, mich vollwertig zu ernähren. Was ist drin? Calcium, Zink, Eisen, Vitamin B2, B12 und Vitamin C. Bis auf Vitamin C alles potenziell kritische Nährstoffe in der veganen Ernährung, also recht sinnvoll. Vitamin C haben die meisten VeganerInnen alle mal genug, aber da Vitamin C die Aufnahme von Eisen unterstützt, wird es oft bei eisenhaltigen Präparaten zugesetzt. Von der Dosierung ist hier recht viel Eisen drin, 7 Milligramm. Das ist ganz gut, da Eisen tatsächlich so oft zu wenig aufgenommen wird. B12 mit 10 Mikrogramm, sehr niedrig dosiert, da müssen die eigenen Werte regelmäßig überprüft werden, um zu schauen, ob das individuell ausreicht. Problematisch sehe ich hier, dass das die Liste der Inhaltsstoffe ist und das die Liste der potenziell kritischen Nährstoffe in der veganen Ernährung. Als Ergänzung vielleicht geeignet, aber wäge dich mit diesem Präparat auf keinen Fall in falscher Sicherheit.
Auf der Liste mit den potenziell kritischen Nährstoffen finden wir auch Omega-3-Fettsäuren, DHA und EPA. Diese empfehle ich auf jeden Fall zu ergänzen. In Multinährstoffpräparaten sind sie nur schwer mit einzusetzen, weil hierfür mehr Volumen benötigt wird und auch die Haltbarkeit des Präparats schnell begrenzt wird. Omega-3-Fettsäuren sind sehr anfällig für Oxidation. Wir finden Omega-3-Fettsäuren im Once-a-Day von Rocca und wenn wir noch genauer hinschauen, finden wir hier auch das Gesicht von Nico Rittenau. Da das Rocca Once-a-Day eine sehr geringe Dosis Vitamin B12 enthält, ist es wahrscheinlich, dass hier durch zusätzliche Präparate ergänzt werden müsste. Und da sonst nur Vitamin D, das in geringer Dosis, und Omega-3-Fettsäuren enthalten sind, wäre meine Schlussfolgerung hier eher lieber drei einzelne Präparate nehmen, die sinnvoll dosiert sind. Das andere Produkt von Rocca, Vegan Protect, ist etwas mehr auf Muskelaufbau ausgelegt, wofür die Firma ja auch bekannt ist. Hier sind neben ein paar potenziell kritischen Nährstoffen auch unterschiedliche Aminosäuren und für den Muskelaufbau relevante Inhaltsstoffe drin. Ja, und auch typisch für Rocca, Sucralose, Inulin, Acesulfam K. Ist also sicherlich richtig sweet. Allein das ist für mich ein Grund, die Finger davon zu lassen. Im Video über Y-Food-Trinkmahlzeiten bin ich näher auf Sucralose eingegangen. Schau gerne mal rein, um da mehr zu erfahren. Rocca Vegan Protect, recht geringe Dosierung B12, Süßungsmittel, dafür aber Mineralstoffe in sinnvoll ergänzenden Mengen. Ob sich das aufwägt, kannst du für dich entscheiden. So, es bleiben noch 4 Produkte im Rennen. Lol, und 3 davon von Nico Rittenau. Nico vs. Nico! Wenn wir uns nur diese 4 im Vergleich anschauen, fällt zunächst auf, recht ähnlich in der Zusammensetzung. Sowohl das Nature People von Philipp Steuer als auch das mit Nico Rittenau konzipierte Präparat von Sunday enthalten neben potenziell kritisch eingestuften Nährstoffen auch weitere B-Vitamine. Auch wenn die meisten VeganerInnen hier gut versorgt sind, kann das schon sinnvoll sein, da die B-Vitamine zusammenarbeiten und auch nur physiologische Mengen enthalten sind. Unterschiedlicher B12-Gehalt haben wir geklärt, alles IO. Alle haben gleich viel B2, ähnliche Mengen Selen, gleiche Mengen Jod, vergleichbare Vitamin A-Gehalte, vergleichbare Mengen Zink und Eisen und Cholin und Vitamin K. Über Cholin haben wir noch gar nicht gesprochen. Cholin ist ein Nährstoff, chemisch betrachtet ein Alkohol, der zwar teilweise vom Körper synthetisiert werden kann, gleichzeitig sind wir auf die Aufnahme durch Nahrung angewiesen. Cholin zählt bis jetzt nicht zur Liste der potenziell kritischen Nährstoffe in der veganen Ernährung, wird aber, wie auch Vitamin A, immer mal wieder in den Fokus genommen. Beides kann theoretisch über die Nahrung gedeckt werden, aber zukünftige Studien werden uns hier mehr Antworten geben. Hier, in diesen 4 Präparaten, sind sowohl Cholin als auch Vitamin A drin. Beides meiner Einschätzung nach sinnvoll bei einem Präparat, das impliziert, eine gute Grundlage für die pflanzliche Ernährung zu geben. Vitamin D ist ein potenziell kritischer Nährstoff für in Deutschland lebende Menschen, unabhängig von der Ernährungsweise. Es empfiehlt sich auf jeden Fall, Vitamin D in den Wintermonaten, also etwa von Oktober bis März, zu supplementieren. Während die DGE hier konservativ und übervorsichtig ist, empfehlen viele Fachleute und Gesellschaften Dosen von bis 4000 IE pro Tag. Wenn in den Sommermonaten viel Sonnenlicht auf die freie, ungeschützte Haut kommt, ist kein Präparat notwendig. Ob es hier sinnvoll ist, ganzjährlich zu supplementieren, sei dahingestellt. Der eigene Vitamin D-Status kann überprüft werden, um hier individuell eine Antwort zu finden. Zuletzt haben wir Calcium, das in allen 4 Präparaten enthalten ist. Hier ist ganz wichtig, es geht um Ergänzung einer vollwertig konzipierten pflanzlichen Ernährung. Nur mit dem Präparat, egal welches jetzt davon, wird Calcium lange nicht gedeckt. Jetzt zu einer Frage, die so häufig aufkommt. Verständlicherweise, denn hier herrscht viel Unsicherheit, Mythen und Halbwissen. Geht das denn mit Calcium, Eisen und Zink in einem Präparat? All diese Mineralstoffe können sich in ihrer Resorption beeinflussen. Aber wie groß ist der Effekt wirklich? Mehrere Studien zeigen, dass hohe Mengen Calcium die Eisenaufnahme hemmen können. Allerdings werden hier meist nur kurzzeitige Effekte innerhalb einer Mahlzeit betrachtet. Langzeiteffekte, nach denen die Calciumaufnahme die Aufnahme von Eisen so sehr hemmt, wurden nicht gezeigt. In physiologischen Mengen, wie wir sie hier und auch in unserer Nahrung haben, ist der Effekt noch einmal geringer. Wie groß er letztendlich ist, ist schwer zu sagen. Wie sehr du hier die Nährstoffe trennen möchtest und auf Nummer sicher gehen möchtest, da scheiden sich die Geister. Es ist absolut okay, dass hier alles zusammengemixt ist. Ob du das jetzt nutzen möchtest oder eher auf Einzelpräparate setzen möchtest, ist dir überlassen.
Ein letzter Hinweis. In vielen Multipräparaten, so auch hier, sind Selen und Jod enthalten. Beides potenziell kritische Nährstoffe in der veganen Ernährung. Gleichzeitig haben sie eine sogenannte geringe therapeutische Breite. Wenn diese Präparate eingenommen werden, sollte einmal näher hingeschaut werden, wie hoch der Verzehr von Algen, Paranüssen und Speisen mit jodiertem Salz ist. Gegebenenfalls anpassen. Ich bin auch nach dieser Auswertung ganz klar pro gezielt supplementieren. Mit einer Kapsel am Tag ist es nicht getan. Entweder ist zu wenig B12 drin, man bräuchte noch Vitamin D oder in quasi allen Fällen muss noch zusätzlich auf DHA und EPA geachtet werden. Gleichzeitig ist es auch verständlich, dass wir eine solche Lösung suchen und es ja auch darum geht, die Basis abzudecken. Hier stellen all diese vier Lösungen einen guten Ansatz dar. B12 ist da, viel ist unterstützend noch mit dabei, die vollwertig pflanzliche Ernährung darf wie immer die Grundlage sein, dazu vielleicht den Vitamin D-Status checken und Omega-3 supplementieren. In Form von veganen Algenkapseln oder angereichertem Olivenöl. Mach's gut, bis dann!